Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar, Montag, dem 4. Juli. Jawohl, Unabhängigkeitstag in den USA. Und wir haben heute die Öffnungswoche ohne die USA an dieser Stelle. Das heißt, in der Regel ist es immer ein relativ ruhiger, zäher Handel, insbesondere dann am Nachmittag, wenn dann eben hier im vorbörslichen Geschäft, beziehungsweise eigentlich dann eben ab 15:30 Uhr, der US-amerikanische Orderflow fehlt. Das heißt, heute der Montag hier ein Stück weit mit Ruhe in die Woche angehen lassen, denn ob es hier wirklich die Riesenausschläge gibt, das muss ich zeigen. Riesenausschläge gibt es derzeit hier bei den ozeanischen Pairs speziell. Lassen wir es vielmehr lokalisieren hier bei den Aussie, bei den Australdollar Pairs, nämlich hier Australdollar, Australdollar, US-Dollar in der Top 15. Warum? Ja, lässt sich relativ leicht erklären. Wir haben hier Daten aus der Nacht bekommen, die der Markt hier gut aufgenommen hat. Und das ist genau der Punkt, wo es jetzt dann hier eben ringsrum heraufgeht. Der grundsätzliche Ansatz, Sie haben es schon an den prozentualen Ausschlägen gesehen, ist natürlich der, dass wir hier schon einiges an Bewegung auch abgearbeitet haben. Aber aufgrund der erhöhten Zunahme der Volatilität während der jüngsten Zeit, man nehme hier eben zum Beispiel den Brexit-Event, ist durchaus noch ein Stück weit was da. Aber wir wollen gar nicht zu kurzfristig hier nach vorn oder auf den Chart blicken. Wir schauen uns jetzt hier vielmehr mal den Wochenchart zum Australdollar gegenüber dem japanischen Yen an. Und da ist natürlich auffällig, dass wir hier seit 2013 und dem hierbei erzielten Hoch vom Frühjahr eigentlich eine recht zähe Bewegung sehen und auch hier eine Bewegung, die sich grundsätzlich trotz zwischenzeitlicher Stabilisierungs-Erholungseffekte doch nach unten orientiert hat und das natürlich insbesondere dann hier seit Mitte 2015 mit Aufgabe dieses Levels hier um 88,30 Yen etwa. Da hat der Markt dann hier nochmal richtig Tiefschläge erfahren und ja aufgrund der Kapitalflucht wieder zurück in den Yen, ein gleiches Spiel. Die Leitzinssenkung aus Australien gab dann hier auch noch zusätzlichen Feuer in der letzten Zeit. Das heißt, der Australdollar hier grundsätzlich in einem schweren Fahrwasser, aber was erkennbar war, hier anhand des Wochencharts, und da kann man auch hier diese Horizontallinie ruhig ein Stück weiter ziehen, ist der Bereich um 74, 75 Yen etwa. Das ist eine Zone, die hier seit 2011, Ende 2011, hier im Jahr 2012 direkt, und wenn man noch ein Stück weit zurückgeht und hier diese Knautschzone nimmt, auch sogar 2010, immer wieder für Nachfrage sorgte. Und schauen Sie her, was hier geschah im Juni. Ein Durchbruch unter diese Marke von rund 74,75. Aber letztlich muss man sagen, die Verkäufer hatten hier nicht den Druck, das Ganze noch weiter nach unten auszuführen. Und Sie sehen hier die Spikes, die wir nach unten immer wieder gesehen haben, auch in den früheren Jahren. Es waren hier letztlich so ein kleiner finaler Sell-off, könnte man jetzt interpretieren. Tatsache ist aber, von diesem Niveau ausgehend standen die Chancen immer nie schlecht, dass der Markt eine Erholung jetzt einfährt. Und genau das sehen wir ja praktisch aktuell. Das heißt, hier vom Tief im Bereich 72,30 ausgehend haben wir ja dann hier nach dem Brexit-Event schon eine Erholung gesehen. Die letzte Woche war auch positiv geprägt und wir starten jetzt eben, wie ja gesehen, aufgrund der positiven Daten gut in die Woche. Und wenn man das jetzt mal so ein Stück weit weiter ableitet, dann ergibt sich hier technisches Erholungspotenzial bis zu dieser Widerstandslinie im Bereich 79,75. Das ist hier diese Horizontallinie, die sich auch wieder anhand solcher tiefen Drops aus 2012 ableitet. Auch hier sehr schön zu sehen zu Beginn des laufenden Handelsjahres. Das ist eine Zone, die ist von Interesse und auch hier immer wieder mal der Loop darüber. Und von daher ist das eine sehr, sehr interessante Möglichkeit zu sagen, hey, die Chancen, dass der Australdollar hier ein Stück weit weiter noch nach oben läuft, stehen gut und insofern hier auf Wochenchartbasis die Chance durchaus gegeben, dass wir in diesen Bereich gehen. Dann allerdings will ich nicht ausschließen, dass wir hier doch nochmal nach unten kippen. Das wird sich hier dann im Bereich der 80 Yen-Marke entscheiden, wenn der Markt hier natürlich deutlich drüber rauszieht. Da kann auch noch mehr gehen. Eine größere Erholung, das ist aber jetzt mal hier das Alternativszenario, was ich nicht präferieren würde. Dazu dann auch hier mal kurz die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 40 Tage. Sehen wir hier, dass da eigentlich, Störfeuer kann man nicht mal sagen, dass da hier eine relativ starke Richtung in Sachen fallender Preisorientierung zu sehen ist und insbesondere ab August, dass dann hier sehr, sehr eindeutige Tendenzen annimmt. Das heißt also, Erholungen könnten hier auch durchaus interessante Chancen sein, um hier auf einen Short-Trend aufzuspringen. Gut. Gehen wir aber immer noch mal ein Stück weit jetzt hier vom Wochenchart in den Tageschart. Schauen also genauer rein. Wir sehen auch hier jetzt die heutige Auftaktskerze auf Tagesbasis. Sieht also, wie gesagt, alles ganz rund aus. Und hier ist auch die Widerstandszone von 79,75 Yen etwa. Und das ist natürlich ein Bereich, den man auf jeden Fall mal im Auge haben sollte, wenn denn der Preis dahin geht. Wir können von dieser Brexit-Kerze eben auch hier die Fibonacci-Levels mal aufziehen.
können wir auch ein Stück weit extremeres Level nehmen. Hier dann in dem Fall 76,4/78,6. Und da sehen Sie, das ist hier genau in diesem Bereich. Und da wird es eben spannend. Das heißt, wenn es wirklich so eine Erholung geben sollte bis in diesem Bereich, dann ist das schon relativ über dehnt diese Erholung, also relativ am Limit zu sehen. Und das ist aber dann auch durchaus eine Chance, eben wenn der Markt natürlich hier nicht so geradlinig, ich kann auch morgen noch mal ein Stück runtergehen, aber wenn der Markt dann hier in diesen Bereich kommt und hier dann möglicherweise ein Shooting Star, ein Bearish Engulfing oder dann auch Divergenzen in den kleineren Zeitebenen aufzeigt, dass es hier dann durchaus noch mal schön nach unten gehen kann und kurzfristig somit hier der Bias ist eigentlich bullish, auch wenn wir hier mit Blick auf den Seasonal Chart direkt schon eine relative Schwäche sehen, aber ich würde das mehr eher als seitwärts interpretieren hier im Juli und insofern aufgrund des vorangegangenen Sell-Offs scheint mir hier eine Erholungsbewegung mal gar nicht so unwahrscheinlich, dann aber hier wie gesagt durchaus ein schönes Level, um auf den Short-Zug aufzuspringen. Das Ganze würde relativiert werden, wenn wir hier die Kerze vom Brexit-Event mit dem Hoch 81 58, sagen wir mal, wenn wir diese Kerze rausnehmen nach oben auf Tagesbasis, dann hat sich hier dieser Short Bias sicherlich erledigt. Aber mal grob gesprochen, wenn wir das als Risikorange nehmen, unter Swing-Trading-Gesichtspunkten sozusagen, dann haben wir hier natürlich, wenn das dann gut anlaufen sollte, ein enormes Potenzial, zumindest die letzten Tiefs zu sehen. Und da bedarf es eigentlich hier gar keiner größeren weiteren Definition. Das sieht hier technisch schon mal ganz gut aus. Chance-Risiko-Verhältnis passt, Saisonalität passt, wir haben Widerstandslevel voraus. Also kurzfristig Longzug, dann könnte Short interessant werden. Und das werden wir hier beim JFD-Devisenradar natürlich beobachten. Und insofern wären wir auch schon durch für heute. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wenn Sie mögen, seien Sie morgen wieder dabei. 9:30 Uhr. Und noch der Hinweis an dieser Stelle: in einer Stunde bzw. 10:30 Uhr, jetzt immer täglich, das Morning Meeting mit Jens Glatt. Freue ich mich, ihm hier im JFD Research Team mit begrüßen zu dürfen. Er wird hier auch nochmal einen speziellen Rundumblick auch auf die Indizes werfen und das ab jetzt täglich. Da freue ich mich drauf. Freuen Sie sich drauf. Wir liefern weiter sehr, sehr schönen, sauberen Content und in dem Zusammenhang eine gute Woche für alle. Freue mich auf Sie, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.